der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Gerard auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ja, gut. Oh, ich sehe ja gerade, unser Silberschwert müssten wir mal machen. Wo geht denn das? Silberschwert. Ah, unten im Midline haben wir noch einen. Mietner Schleifstein. Das ist doch ein Waffenschmied. Das ist die Frage. Waffenschmied da oben in Schwarzzweig. Muss man also nach Schwarzzweig reiten. Genau, und Quests wollte ich mal schauen. Sind jetzt gerade hier dabei, bei der Hauptquest. Vielleicht eine Nebenquest? Was haben wir denn da? Wildes Herz, das ist aber Level 7. Ich überlege gerade, sonst jetzt diese Nebenquest. Auftrag im Wald. Monster im Wald, aha. Ach komm, weißt du was? Wir probieren das mal. Monster im Wald, Hexeraufträge. Ja, komm. Genau. Mal, wo wir jetzt dafür hin müssen. Ach, da oben, okay. Trifft sich gut, wenn ich jetzt erstmal mit Plötze. Moment. Da. Nach Norden reite. Um das Silberschwert aufzubessern. Komm, Mädchen. Oh nein. Komm schon, Plätze! Genau, komm schon, Plätze. Durch, ich hoffe, wir können hier durch, ja. Muss es doch da nach Schwarzzweig gehen. Ja. Vielleicht muss doch hier irgendwann Schwarzzweig kommen. Komm jetzt! Der schwarze Zweck, nee, ja, hier links von uns, okay. Super. Nice. War das ein Husten oder ein Lachen? Das klang sehr komisch. Oh. Steigen, ich bin gleich wieder da. Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Will keiner wissen, ey. Sag so. Naja, siehst du meine Muskeln? Das hat weh getan. Das hat weh getan. Was denn? Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Also das hatten wir ja schon. Genau, reparieren wollte ich. Es geht ja noch. Der Rest geht noch. Der Rest ist nicht so kaputt. So.
Bis dann. So. Plätze. Platz. Das hat wehgetan. Ja, Schnauze. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Was? Ich dachte, Junge, wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Okay. So. Schnell reisen. Und zwar. Mädchen. Alles doch, ja. Los, lass lauf! Uns hier schneller bauen. Und genau da lang. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Nein, lass mich in Ruhe. Weg. Versuchen Sie alle zu machen, aber das schaffst du nicht. Oh, verdammter Ochse! Jeder, der Waren auf der Straße transportiert, jeder wird überrascht. Langsam. Und wenn er es nicht freiwillig gibt, bekommt er eins übergebraten. Und wenn es nicht stimmt? Es lohnt nicht, sich damit zu beschäftigen. Willst du Gänsefuß probieren? Soll wie Bohnen schmecken. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Hm. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber... die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Was bleibt da? Ein Vampir? Hat noch eine Frau getötet? Ah, wirklich nicht. Schon vergefallen. Solltest du nicht den Weidelauch um Hilfe bitten? Ich weiß nicht. Komm schon, Plätze. Wohin muss ich denn überhaupt? Da. Okay. Weg nach rechts. Und nach uns. Danke für das Kompliment. Ich muss auch nicht gerade hüpfen. Sieht aber schlimm aus. Sagt man doch nicht, ey. Eieiei, nicht dahin, nein, weg, Blödsinn. Okay. Ah.
falsch raus, sorry. Hier haben wir schon mal. Wieso hast du das wählen? Alguna, okay. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Sieht nach Klauenspuren aus, aber hier ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Los, los! Mach langsam! Los, los! Los, lauf! Hmm.
jetzt? Oh. Los, los! Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mach langsam! Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine! Was willst du hier? Rede! Oh, ich mache nur einen Spaziergang. Frische Luft schnappen. Hoffentlich findest du dich amüsant. Ich lache nicht. Edme! Hallo, wieso Axi? Wieso Axi? Ich nicht. Schwanz. Gott, das arme Eichhörnchen. Warte mal, Plätze. Ich bin gleich da. Für welche? Also. Hi. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Wir rüsten unser neues Schwert mal aus. Was wir bekommen haben. Schwerter, irgendwas Brigade. Was ist denn das Besondere von dem? Auch nicht, das ist meins besser. Aber die Sachen kann man gut verkaufen. Meins ist besser auf jeden Fall. Eine Stahlwaffe. Kritische Trefferbonus. Hm.
Ich bleib gleich beim Diebmannstahlschwert. Was soll ich das nehmen? Was war vergiften? Bonus Erfahrung bei Humanoiden. Komm, weißt du was? Wir nehmen das Schwert an den. Wo er meint es? Ich bin gerade überlegen, wie sie das in Außenmatt setzen würde. Aber Art war ja diese Druckwelle. Nee, da. Nimm ich lieber meins. Ist ja drauf. Na komm, ich bin lieber meins. Komm, ist egal, ich bleib bei meinem Schwert. Ist jetzt auch nicht schlimm. Gehen wir jetzt dann zurück, geben die Hauptbahn Bescheid und dann schauen wir mal, was wir dann sonst machen können. So. Sonst noch irgendwas? So. Reinkriegen und so. Was? Zeug, okay. Achso, ich wollte ja mich um die Viecher laufen kümmern. Na, Viechers? Nicht gut. Jetzt erst auseinandergenommen? Jo, okay. Kurz checken. Ja, alles richtig. Die Knie. Aber Ende besser, glaube ich. Hallo, weg Geralt, weg, weg, weg. Müsste bald zum Level abreichen, ne? Plätze. Weiter so, Plätze. Genau. Ja, nicht mehr viel. Vielleicht schaffen wir das Level ab. Wer weiß. So. Mach langsam. Wie weit muss ich denn jetzt wieder? Den Weg da hoch. Oh Gott. Ja. Einfach Gas geben, Plätze. Das ist ziemlich schnell.
Lauf, Plätze! Ist gut. Das ist gleich geschafft, Plätze. Geheiligte Militäre! Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken, jetzt der Hunger. Sensenmann muss. Bin ich eigentlich. Komm jetzt! Ja. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Ja, später. Nee, ich will nicht zum Baron. Löffel ab? Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Spiel. Das machen wir nicht. Ich würd damit weitermachen. Wildes Herz. Level 7. Schwere, ob wir das jetzt machen oder wir machen das mit der Wanderung im Dunkeln. Das hat uns mit Kira wieder treffen, weil hier Level 7. Ich weiß nicht, wie schwer das Vieh dann sein wird. Obwohl, wenn wir schon einen schwarzen Zweig sehen, komm, weißt du was, wir versuchen es mal. Mehr als scheitern können wir sowieso nicht. Also auf nach welches Dorf? Achso, das Dorf, wo wir unten waren. Schwarzzweig. Das Dorf, genau. Versuchen wir es einfach mal. Heißt erstmal wieder zum Galgenhügel und von dort aus mit dem Schnellreisepunkt dahin.